künstliche Intelligenz schwirrt ja irgendwie so seit einiger Zeit um uns herum und wir machen uns auch immer mal wieder Gedanken darüber. Und inzwischen kann sie auch beim Film ganz passabel mithelfen. Und man möchte meinen, dass dabei die Pioniere des fantastischen Kinos vielleicht so ein bisschen alt aussehen. Zumindest beim Tschechen Karel Zenmann ist das nicht der Fall, meint der Autor unseres heutigen Stichtags Sven Hecker. Sein Münchhausen-Film oder die Jules Verne-inspirierten Streifen wie das gestohlene Luftschiff, Reise in die Urzeit, die Erfindung des Verderbens sind in ihrer Stilistik angeblich so originell, in ihrer Erzählweise so innovativ, dass Sven Hecker sie heute noch begeistert guckt. Karel Zenmann, der Pionier des fantastischen Kinos, starb heute vor 35 Jahren am 5. April 1989. Ein Mammut, ein wahrhaftiges lebendes Mammut. Reise in die Urzeit entstanden 1955. Vier Jungen im Pfadfinderlook reisen per Boot durch die Erdgeschichte. Dieser erste große Streifen Karel Zenmanns erhält in Venedig den Jurypreis für den besten Kinderfilm. Und hier findet sich schon alles, was viele von Zenmanns Werken auszeichnet. Die originelle und kunstvolle Verbindung von Realzeichen und Puppentrickfilm, der Rückgriff auf die fantastischen Geschichten Jules Vernes. Zenmanns Motto dabei? Technische und poetische Fantasie bedeuten keinen Widerspruch. Das Primäre aber ist die poetische Fantasie. Karel Zenmann wurde 1910 im nordtschechischen Örtchen Ostromer geboren. Seinen Weg zum Film führt über eine Werbeagentur. Hier entwirft der 20-Jährige neben Plakaten und Schaufensterdekorationen auch erste Animationen. 1943 wechselt Zenmann dann zum bekannten Studio in Zlín. Hier wurde der tschechische Puppenfilm geboren. Zenmanns Debüt, der Trickfilm Ein Weihnachtstraum, erhält 1946 auf dem Festival in Cannes einen Preis. Schon hier beeindruckt er, so Filmkritiker Jörg Tasmann. Durch die gekonnte Kombination animierter Puppen und Menschen im realen Raum. Ein Konzept, das Zenmann weiterverfolgt, ob in seinem Münchhausen-Film oder den Jules Verne-inspirierten Streifen, das gestohlene Luftschiff und auf dem Kometen. Ihr Genius, Herr Professor, und meine Mittel schaffen zusammen ein großes Werk. Wir zermalmen die Welt. Auch in der Jules Verne-Adaption Die Erfindung des Verderbens von 1957 nutzt Zenmann seine Methode, ergänzt um Szenenbilder, nachempfunden den Stahlstichen, die einst die Bücher Jules Vernes illustrierten. Natürlich, Zenmann bewegt sich und seine Figuren nicht im luftleeren Raum. Er produziert Trickfilme im sowjetischen Einflussbereich in den Hochzeiten des Kalten Kriegs, des atomaren Rüstungswettlaufs. Filmkritiker Jörg Tasmann schreibt über Zenmanns Film Die Erfindung des Verderbens. Die Geschichte um zwei entführte Wissenschaftler, die für eine Handvoll machtbesessener Piraten eine riesige Kanone errichten sollen, hat neben allem Fantastischen auch starke politische Bezüge. Die Aussage ist jedoch nie einseitig ideologisch in einer Zeit des Kalten Krieges. Es lässt sich eher eine allgemeine Kritik an allen Formen des Machtmissbrauchs erkennen. Nach der Niederwalzung des Prager Frühlings 1968 lässt sich in Zenmanns Werk verschlüsselte Kritik am totalitären System Moskaus entdecken, meint zumindest die Filmwissenschaftlerin Margarete Wach. Und verweist auf Zenmanns Zeichentrickfilm Krabat von 1977. Eine düstere Horrorvision nach Motiven des sorbischen Märchens Die Schwarze Mühle. Zum Ende seines Schaffens kehrt Karel Zenmann wieder zurück nach Zlín, das nun Gottwaldorf heißt. Kehrt zurück auch zum reinen, klassischen Trickfilm. Mitte der 80er Jahre dann zieht er sich aus dem Filmgeschäft zurück. Er stirbt 1989.